Hallo zusammen, ich habe hier einen großen Kühlschrank, das heißt oben Kühlschrank und unten Tiefkühler von Vitrifrigo. Und der Kühlschrank kommt nicht auf Leistung oder kam nicht auf Leistung, weil die Maschinen, die hier drin sind, sind relativ schwach. Wir haben hier oben jetzt eine Temperatur von 6,6 Grad und unten der Tiefkühler hat knappe minus 22 Grad. Ja, was haben wir gemacht an diesem Kühlschrank? Wir haben einfach mehr Leistung gegeben, sprich mehr Dampf. Er braucht jetzt auch mehr Strom, aber der Kunde sagt, das ist ihm eigentlich scheißegal. Er will kalt, er will gefroren und auch wenn es warm ist draußen. Wir sind jetzt hier hinten dran, wir sehen den Kompressor. Man sieht schlecht, hier ist original ein BD50 drin, jetzt ist ein BD100CN drin. Und wir sehen hier, das ist der Tiefkühler, der zieht jetzt bei minus 20 Grad Innentemperatur 6,4 Ampere. Und das ist der Kühlschrank. Der sieht auch knappe 6 Ampere, ein bisschen mehr als 6 Ampere. Somit zieht der Kühlschrank jetzt 12 Ampere gesamthaft im Betrieb. Das heißt, wir haben hier eine Maschine und dann oben ist die zweite Kühlmaschine vom Kühlschrank. Hier war ein BD35F drin, für diesen Kühlschrank relativ klein. Aber wir haben hier eine andere Steuerung aufgebaut, eine 390er, haben die Drehzahl erhöht und somit läuft der Kompressor statt 3000 Umdrehungen auf 4400 Umdrehungen. Ja, so haben wir mehr Stromverbrauch, fast das Doppelte von diesem Schrank, aber natürlich auch fast das Doppelte Kühlleistung. Und durch das kommt das Gerät jetzt auf minus 22 Grad. Es geht dann noch ein bisschen weiter runter. Wir haben genügend Leistung. Aber bis jetzt hat das Gerät meistens nur so 10, 12, wenn es gut geht, minus 15 Grad erreicht. Im Dauerlauf. Ja, hier verlinke ich euch ein anderes Video über einen identischen Schrank. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.